So, wir reisen jetzt hier ab vom Nordkap Campingplatz bei Honningsvåg und heute geht's weiter nach Hammerfest. Heute Abend geht's wieder ins Zelt, allerdings nochmal auf den Zeltplatz in Orta. Schade um die schöne Hütte. You gotta love the cabin. Aber das kann man auch nicht jedes Mal machen. Ja, und wir machen sie jetzt auf den Weg. Auf dem Weg zum Nordkap haben wir uns gefragt, was diese Steintürmchen zu bedeuten haben. Eine Einheimische, nämlich die Frau vom Campingplatz, informierte uns über deren Bedeutung. Es ist so, dass diese Steine in früheren Zeiten als Wegmarkierungen genutzt wurden. Das machen die Leute jetzt aus Jux und Dollerei, wenn sie vom Nordkap kommen oder wenn sie hin und zurück fahren. Aber die Umweltsituation ist hier eine ganz besondere. Deswegen sollten die Leute die Pfoten von den Steinen lassen. Diese dienen nämlich dazu, die Erosion der Umgebung zu verhindern und sollten deswegen nicht von ihrem ursprünglichen Platz entfernt werden. Die Steine sind auch dazu da, die Pflanzen am Boden zu halten und die Wärme zu speichern, die der Boden selbst so nicht halten kann. Deswegen, wenn ihr hier in der Tundra unterwegs seid, solltet ihr immer bedenken, dass die Natur aufgrund der Kälte deutlich länger braucht, sich zu regenerieren. Deswegen solltet ihr eigentlich auf den vorgeschriebenen Wegen bleiben und die Natur nicht behelligen. Ja, während wir hier fahren, noch einmal so eine Mischung aus Hinweis und Low-Budget-Tipp des Tages. Wir hatten ja einst das Eisteepulver thematisiert, das man wunderbar mit Leitungswasser mischen kann, das hier sehr lecker ist. Wobei man das Leitungswasser übrigens natürlich auch so trinken könnte. Jedenfalls haben wir bisher hier kein Eisteepulver gefunden und natürlich gibt es hier Sirup, den man stattdessen, wenn man was mehr Geschmack haben möchte, in sein Wasser mischen kann. Und hier der wichtige Hinweis: Sirup heißt hier Saft. Ja, also wenn ihr kleine Fläschchen findet im Supermarkt, wo Saft draufsteht, ist das kein Saft, sondern Sirup. Und der Saft wiederum heißt Juice, also wie das englische Juice für Saft. Juice. Da also darauf achten, nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr da zu einem relativ teuren Preis so ein kleines Saftfläschchen kauft, dann habt ihr den mega Geschmackskick, weil es ist Sirup. Ja. Und die gibt es natürlich in vielen tollen, coolen Geschmacksrichtungen. Ja, das dazu. Ja, dieser kleine Freund wäre fast vor den Volkswagen gelaufen. Aber dank der katzenartigen Reaktion des Dalmanen grast er nun dort weiter vor sich hin. Ja, wir sind jetzt hier am Hafen von Hammerfest und ja, hier werden wir jetzt uns den Isbjørn Club anschauen. Im Isbjørn Club darf man Mitglied werden, wenn man selbstständig
hierher gereist ist, so weit nördlich. So, und der Isbjørn Club, in dem wir uns jetzt befinden, wurde 1963 von zwei Kaufleuten gegründet, um Hammerfest als Handelsstandort bekannt zu machen. Die wesentliche Voraussetzung, Mitglied im Club zu werden, was 200 norwegische Kronen kostet, ist persönlich anwesend zu sein. Elvis Presley ist beispielsweise daran gescheitert, weil er dann noch zu voll war, hier hochzukommen. Und ja, hier in den Club-Räumlichkeiten gibt es Merchandising-Artikel und außerdem noch eine Ausstellung über die Geschichte Hammerfests und des Clubs. Hammerfest darf sich selbst als die nördlichste Stadt Europas bezeichnen. Zwar liegt Honningsvåg, wo wir ja waren, nördlicher, allerdings gibt es eine Vereinbarung, sodass Hammerfest sich weiterhin die nördlichste Stadt Europas nennen darf. So, dann melden wir uns mal an. Hier befindet sich auch eine Karte mit den verzeichneten Mitgliedern. Ja, jetzt stehen wir hier auf einer Aufsichtsplattform und können auf Hammerfest heruntersehen. Geniale Aussicht. Und wir schauen uns jetzt das samische Restaurant Mittelgam an. Wir stehen hier gerade vor dem samischen Restaurant Mittelgam in Hammerfest. Dort informiert man die Besucher über samische Traditionen, zum Beispiel über die Rentierzucht, und präsentiert typisch samische Gerichte, zum Beispiel Rentiersteak oder Stew. Auch das joik, eine Art Gesang oder Kommunikationsmittel der Sami, wird vorgestellt. Wir haben jetzt keinen Abend im Restaurant gebucht, weil heute nichts stattfindet. Gruppen ab 5 Personen können hier einen Abend buchen. Dies sollte frühzeitig beim Tourismusbüro angemeldet werden. Ja, wir sind jetzt wieder weg aus Hammerfest und fahren jetzt Richtung Süden und steuern auf Alta zu, wo wir ja schon mal waren. Alta ist die einzige Stadt, wo wir zweimal dran vorbeikommen. Ja, und ja, die Dalspitz sind jetzt stolze Mitglieder des Isbjørn Clubs, weil sie Hammerfest als nördlichste Stadt der Welt, wie auch manche sagen, besucht haben. Bevor jetzt wieder jemand Möppert, ja, es gibt auch in Sibirien eine Stadt, die ist noch nördlicher. Die wird aber nicht das ganze Jahr lang bewohnt. Und ja, Honningsvåg ist wie gesagt auch nördlicher. Hatte aber bis vor einigen Jahren nicht den Status einer Stadt. Ja, man kann da jetzt drüber philosophieren. Ja, das ist eine Touristensache, aber ich finde es trotzdem nett. Wir haben jetzt einen netten Pin extra hergestellt für den Isbjørn Club in, ich glaube, in Oslo, wenn ich mich nicht irre, werden diese Silberpins, emaillierten Dingsies hergestellt. Ja, und kriegen dann bald auch eine Einladung zur nächsten Vollversammlung im Januar. Aber irgendwie bezweifle ich, dass wir im Januar nach Hammerfest fahren. Ganz in der Nähe von Hammerfest, südlich von Hammerfest, bei Kvalsund, befindet sich dieser Stein. Einer für die Samen heiliger Stein, der bis ins 19. Jahrhundert als Opferstelle genutzt wurde. Dieser Stein, namens Stalu, geht auf den gleichnamigen Riesen zurück, ein Kinderschreck. Und dieser Fels ist halt geformt wie sein Fuß. Man hat aus Respekt vor diesem Stein, so wie wir erfahren haben, ihn unberührt gelassen, als man diese Straße baute. Genauso wie als man den Tunnel nun gebaut hat, der jetzt anstelle der Straße genutzt wird, blieb der Stein weiterhin stehen.
Ja, guten Abend zusammen. Wir begrüßen euch ein zweites Mal von dem Campingplatz in Olta. Der einzige Punkt, an dem wir zweimal sind. Und danach geht es ja, wie gesagt, nach Südwesten. Es ist wieder Abend. Wir sind angekommen und es ist eigentlich wunderbar, dass es hier so schön warm ist. Fast schon sommerlich, wenn man es mit dem Nordkap vergleicht. Achso, Schmidt, wo bleibst du eigentlich? Schmidt! Ja, ich muss mir noch was Warmes anziehen. Wie was Warmes anziehen? Ja, wie gesagt, wir wollen das Horn erheben und grüßen. Die putzige, goldige Leonie. Ja, richtig. Leonie Elfenklinge ist heute dran. Der kleine Junge, der sein Lachen verkauft hat. Und ich hoffe jetzt, dass die Leonie nicht allzu sehr aroused ist, wenn sie die Bartmütze der Schmidt sieht. Ich bin der homosexuelle, bärige Geliebte des Stahlmanns. Oh, mein Krammebjörn. Ja. Ich habe gehört, in Wuppertal sind es gerade 35 Grad. Hier sind es 10. Ja. Aber naja. Es ist sehr warm verglichen mit dem Nordkap. Das stimmt. Richtig. Ja, also, kleiner Junge, hoffe, du guckst diese Folgen gerne und ja, oder überhaupt. Ja, auf dich, so. Wie trinkt man denn mit einer Bartmütze? Ich weiß noch nicht. Wenn es denn wärmt, also, morgen geht's nach Tromsø, die Stadt der Arktischen Universität. Und des Polarmuseums. Und ja, wir melden uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann. Ganz in der Nähe von Hammerfest, südlich von Hammerfest bei Kvalsund, befindet sich dieser Stein ein... Oh, das ist so windig, so eine Kacke! Gerade eben war es windstill. Du hörst wieder nichts. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie die Stadt hieß. Mach mal aus.